Auto-Aim hier, ne? Okay, geht weg. Boah, dieses Auto-Aim hier, das geht mir auf den Sack, aber richtig hart. Noch einen zweiten Kanister hier. Vor allem, Scheiß, kannst du noch nicht mal ausschalten. Na, kann ich mich kurz richtig hinsetzen hier. Gut, der ist weg. Ich dachte schon, der lebt noch. Jetzt habe ich eine Kugel dafür verschwendet, für diesen einen Scheißpenner hier. Naja, okay. Da muss ich sogar lang. Aber oh. Was haben wir denn hier Schönes? Uiuiuiui. Hier haben wir ein bisschen ordentlich, bisschen was zum Craften. Nice. Das gefällt mir. So. Fackel, Stacheldraht, genagelt, Haftbombe, Teils. Schon eine coole Waffe. Welche Waffe? Meine Machete da. Die Fackel brauche ich nicht. Achso, ja, meine Machete hier, meine Elektromachete. Ein kleines bisschen erschrocken. Aber nur ein kleines bisschen. Leider hält die echt nicht viel aus, leider halten die Waffen generell nicht viel aus. Das ist ein bisschen blöd. Aber naja. Ich muss erstmal generell gucken, wie ich gegen die Banditen ankomme. Weil die haben nämlich Schusswaffen. Okay. Munition haben wir jetzt auch ein bisschen. Finde ich gut. Jetzt wird es ein bisschen. Hallo? Ah, okay.
Oh, ist noch einer. Kurz ein bisschen konzentrieren hier. Komm raus, mein Freund. I need more bullets. Oh, wir haben nur 2 Schuss. Scheiße. Ah. Ein Schuss nur noch. Gut. Jetzt habe ich wieder 31 Schuss. Die ist geiler. Die Firma dankt, meine Freunde. Die Firma dankt. Jetzt noch mehr. Noch mehr von den großartigen Schützen. Hier zu treffen ist echt eine Glückssache irgendwie. Vor allem das Auto-Aim zielt nämlich immer genau dahin, wo der Gegner nicht ist. Das ist ein bisschen doof. Der ist da hinten irgendwo. Ich glaube, der brennt gerade. Ich sehe kaum was, ist das Problem. Nee, ich gebe doch jetzt kein Geld aus für einen Energy Drink. Vor allem irgendwie scheint der Laden nur aus Energy Drinks zu bestehen. Hier finde ich irgendwie interessant. Und wo kommen die ganzen Koffer her? So, krass, die sind voll. Die sind an Munition voll. Naja, cool. Das lobe ich mir doch tatsächlich.
Okay. Ich hab's mir ehrlich gesagt schwieriger vorgestellt. Entschuldigung, schwieriger vorgestellt. Oh, so einen Fernseher will ich haben. Den Fernseher will ich haben. Na, wobei. So einen ähnlichen habe ich ja. Ich hab's mir echt schwieriger vorgestellt, tatsächlich. What do we have here? Aber noch sind wir noch nicht durch, tatsächlich. Okay, die verbarrikadieren sich da hinten. Die haben gemerkt, dass was für ein Meisterschütze ich bin. So, aber. Ich wollte die Sachen ja noch durchsuchen. Huch. Ja. Das ist jetzt irgendwie ein kleines bisschen. Ich hab's echt schwieriger im Kopf gehabt. So hohes Level habe ich nicht, glaube ich nicht. Jetzt muss ich gucken, wie ich anders zu denen hinkomme. Alter, als ob der Laden nur aus Energy Drinks bestehen würde. Ups, was war das? Mittleres Medikit, das soll ich mir nicht lumpen. Wahrscheinlich jeder steht hier, ne? Ja. So. Habe ich das geschossen gehabt? Ich hab. Okay, ich hab einmal geschossen. Ich weiß zwar nicht wieso oder wie, aber ich habe einmal geschossen. Das ist ein Fakt. Er hatte kein Mitspracherecht hier bei dieser Party. Als ob sie sich alle hier nur von Energy Drinks und Snacks ernähren würden. Das ist so, so typisch USA. Juck, juck, juck. Tolle Wurst. Oh. Ja, läuft. Irgendwie ironisch. Ein Zombie hat Seife dabei. Irgendwie ironisch, finde ich. So, warte mal. Erstmal fallen lassen. So. Die nehmen wir noch mit. Rascals, thugs.
Sorry, Leute, ich beklaue es nochmal kurz. Der? Ja, der. Es ist hier so hell, dass du nur in der Sonnenbrille sitzt. Naja, ich bin immer vorsichtig, Freunde. Ich bin immer vorsichtig. Ja, ihr wollt Stress, Leute? Kannst du mal dein Köpfchen zeigen? Ich sehe dich doch da. Ich habe gestern noch eine Runde Call of Duty gespielt, Leute. Also wenn ich was kann aktuell, dann ist es Schießen. Nur ich pisse erstmal ausfindig machen. Das ist was anderes. Du Penner, lebst noch? Ja, komm mal hier rüber, Junge. Na komm schon. Okay, die haben jetzt gut getroffen, tatsächlich. Muss ich zugeben. Hut ab. Aber ich schieße auch mit Absicht beschissen. Der Typ da vorne gibt noch einen Keks irgendwie. Nur aus Prinzip geht dem auch einen Keks. Time to die. Muss jetzt sein.
Lebt er noch? Ne. Boah, die Waffe nimmt das halbe Bild in. Halbe Bild ein. Das ist total ätzend. Zu schießen ist echt schwer hiermit. So. So, ich denke mal, das Problem, also die dürfen jetzt mal alle ein Ründchen schlafen. Na komm. Dietrich Nummer 3. Das lasse ich mir nicht nehmen, Junge. So, ein bisschen looten nochmal. So, wir haben jetzt eine neue Waffe. Will ich sogar sagen, dass wir die... Hallo? Achso. Da. Maschinengewehr. So, die können wir sogar upgraden. Nur 2103 Schaden. Upgrade 1523. Ja, nice. Ich habe ja auch so viel Kohle gerade. Starkstrom. Starkstrommachete. Nee, ich lasse es erstmal so, wie es ist alles. So. Mein Wäffchen. Also mein Elektrorasierer. So, ich soll jetzt was machen? Warte, wie stark ist die Waffe? 766. Die haben sogar stärkere Waffen als ich, weißt du, aber... Ah, okay. Ja. Den Generalschlüssel vom Bürgermeister besorgen. Wir sind jetzt wieder in der Kanal mit der in der K-Anal-Situation. Man steckt keine Frau. Alter, wie die austeilen. Da muss echt ein Medikit her. Ja, okay. Wie weit ich das schon gespielt habe? 50%. Cool, wir haben schon 50% des Spiels durch. Nice one, nice one. Allerdings weiß ich nicht, inwieweit die Nebenaufgaben mit eingeplant sind. Deswegen kann es gut sein, dass wir das Spiel wahrscheinlich vorher schon beendet haben.
Das ist noch so ein Boomer. Maybe there's something inside. Ganz ehrlich, bei dem mache ich mir jetzt echt nicht die Mühe. Da laufe ich jetzt einfach mal dran vorbei. So. 50% muss ich sagen. Not bad. Aber wie gesagt, ich weiß nicht, inwieweit die ganzen Nebenaufgaben dazu zählen. Okay. Was geht denn hier ab? Da bin ich mal für ein paar Stunden weg, weil dann geht die Welt hier schon wieder unter. Unglaublich. Unglaublich, als ob die Menschheit zu doof ist zum Scheißen. Ganz einfach. Komm, den Basic brauche ich nicht. Der Fette lebt noch, wie es aussieht, also der dicke Brummer. Du noch einmal hier angeschissen, ey. Wahrscheinlich von da oben, oder? Boah, hab ich Schwein gehabt. Holy shit. Da hüpft das Bein und das Köpfchen noch vor Freude. So ein Schwein habe ich gehabt. Überall diese Zombie-Geräusche, das ist total krass. Tommelommel, guten Tag. Guten Tag, ist gut. Schön, dass du einschaltest. Ja, der Liederne ist der Bürgermeister, das weiß ich jetzt schon. Wie geht's denn so, Tommelommel?
Ach so, du bist so einer. Ja komm, ich habe was extra Besonderes für dich. Au. Das war eine Nackenschelle vom Allerfeinsten. Einfach aus Prinzip. Oh, der arme Josh. Der hätte sich eh verwandelt, also von daher. Zauberstab? Du bist die schönste aller Hexen. Alles an dir ist reiner Sex. Wenn ich dich kriege, zeig dir mein Zauberstab die Liebe. Boah, was hast du verpasst? Naja, wir mussten durch die Kanalisation. Also wir haben die Mission mit Joseph gemacht und das hat schon irgendwie mal so weiterentwickelt. Wir sind durch die Kanalisation in die Polizeistation gelangt, die jetzt natürlich überrannt ist, nachdem wir eine Runde shoppen waren. Wir waren im Einkaufscenter, haben da ein paar Banditen abgeklatscht. Ja. So das Gröbste. Haben ein paar Vorräte für Überlebenden geholt. Oh. Ich habe ein Maschinengewehr jetzt. Dann wie stark ist denn die? Ja, die haut gut rein. Die haut verdammt gut rein. Ist aber so teuer beim Upgrade, ey. Ich spare mir mein Geld lieber. Wir haben jetzt schon 51% der Hauptstory durch. Also hast etwa 20% verpasst. Aber ich weiß nicht, wie die Aufteilung ist. Na, wir gehen jetzt wieder durch die Kanalisation zurück. Ich habe ja Fähigkeiten noch, ne? Zwei Stück, sehr gut. Ja, geht. Hast du denn, also die Story ist ja hier eher wirklich... Ja, die Story kann man nicht wirklich nennen. Es geht einfach nur ums Überleben. Vorräte sammeln und versuchen, den Typen da mit dem Funkgerät zu kontaktieren. Muss mal kurz gucken. Mehr Erfahrungspunkte. Ah, cool, die kann man vielleicht nochmal größer kaufen. Cool. Komm, mal Regenerationsrate nochmal höher, dass unsere Regeneration höher, schneller ist. Kommt her! Ich bin bisher auch nur einmal durch eigene Dummheit gestorben. Tatsächlich. Und ich habe mich bisher noch nicht einmal aufgeregt. Oder, Sweetie? Habe ich mich einmal aufgeregt? Ich glaube nicht. Die nehme ich schon zum zweiten Mal aus, die Alte. Unfassbar. Okay.
Dann halt so. Tot. Ich weiß, das war eine ziemliche Munitionsverschwendung, weil ich das Maschinengewehr wahrscheinlich später noch brauchen werde, aber... Achso. Heute nicht? Okay, gut. Heute habe ich mich noch nicht einmal aufgeregt. Gut, stimmt auch gerade mal 1,5 Stunden. Aber ich merke, wenn meine Halsschmerzen wieder anfangen. Regelmäßig meine Waffe reparieren, auch wenn es nervig ist. Oh, der kommt schon wieder den Hügel nicht hoch, ey. Ich bin elektrisierend. Und du bist mir im Weg. Beziehungsweise, ich korrigiere, du warst mir im Weg. Okay, da war nix. Liegen geblieben. Mal genüsslich einen trinken. Oh. Ja, es sollte nicht in meiner eigenen Elektrisierung stehen. Ich habe gehört, das soll nicht gesund sein, tatsächlich. Schon wieder so einer. Now you're dead. Cool, der ist sogar richtig verbrannt. Wie geil ist das denn? Nochmal reparieren. Das ist nervig tatsächlich. Das ist echt nervig. Aber es ist immer die stärkste Waffe, die ich habe. Will ich also dementsprechend noch ein bisschen behalten, ne? Ich glaube, ich mache gleich mal ein kleines Päuschen. Für einen Tee. Ach genau, und du hast ein paar Mal verpasst, wie ich mich erschrocken habe. Ja, das habe ich mir irgendwie gedacht. Nein, ich habe meine Machete geworfen. Das war... Das war dumm. Egal. Hier unten ist es ziemlich atmosphärisch, muss ich sagen. Okay, hier war so ein ganz fetter eigentlich. Wohin noch? Keine Ahnung, wo der hin ist. Hallo? Hallo? Danke. Ich glaube, ich kann die Sorge umgehen, tatsächlich.
Man kann sagen, was man will, aber kämpfen kann ich mittlerweile besser. Vor allem, weil ich mehr ausweiche. Ich bleib nicht mehr nur stupide an der Ecke stehen. Oder an ein und derselben Stelle stehen. Sondern ich weiche aus. Ich wünsche, man könnte irgendwie Munition herstellen. Das ist unpraktisch. Falsche Taste. Ich weiß gerade überlegen, wie mache ich schon mal Taschenlampe an? Oh Gott, Steuerkreuz unten war das. Achso, das Wasser ist gar nicht giftig. Ja, okay, dann. Gut, aber gegen den Dicken will ich nicht nochmal kämpfen, deswegen. Kotz übereinander voll, Junge. Komm her. Oh, der Fette kommt nur noch hin. Nein, 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 nein. Einfach nein. Immer diese Penetranten, ey. Surprise, Motherfucker. Irgendwie mag ich die Kanalisation. Ey, mein Freund. Au. Das hat gesessen. Da ist wieder eine Werkbank. Oh, hier ist ein Fakt. Hatten wir die Werkbank schon? Ja, ich wollte eigentlich den Fakt haben und nicht. Ja, egal. Einem Energy Drink würde ich auch nicht nein sagen. Was haben wir denn hier? Selbstmörderfleisch. Was haben wir denn hier? Ah, nix, okay. Ach, hier sind wir, okay. Ach ja, ach ja, ach ja. Huch. Ey, aufwachen, Junge. Hier ist eine Dame. Die alte ist zu groß dafür, tatsächlich. Ja. Gott, noch weiter? Oh, Energy Drink. Da sage ich nicht nein. Ich habe ein Rohr. Oh, ich habe Halsschmerzen. Da ist hier so ein ganz dicker. Aber den kann ich vielleicht sogar aus. Oh.
Komm näher. Au. Was schlägt die Alte mich einfach? So eine blöde Kuh. Danke für dein Portemonnaie. Aber bist du doof. Einem Energy Drink würde ich nicht nein sagen. Aber ich möchte nicht gern danach fragen. Du kannst liegen bleiben. Achso, hier geht's gar nicht raus. Hä? Hier ist eigentlich ein Ausgang, aber anscheinend muss man den erst auf der anderen Seite freischalten oder irgendwie so. I don't know. Scheiße. Okay, warte, hatte ich irgendwo Mollys irgendwo? Ja, hatte ich da. Hey, mein Freund, hier. Schenke ich dir. So, mal kurz warten. Oh. Bleib weg. Ich will den Fetten da loswerden. Himmel, Aschenzirn. Am Aiming-Lager ist jetzt aber nicht tatsächlich. Aber nur, dass diese Spasten dem Fetten da ständig Schutz gegeben haben. Waren wir hier überhaupt schon? Ich kann mich hier ehrlich gesagt nicht dran erinnern. Ne, hier waren wir noch gar nicht. Violett, okay. Ja, wo bin ich denn? Achso, ich muss hier noch weiter hoch, oder was? Nee. Hä? Jetzt bin ich irritiert. Ach, ich muss hier lang. Alles klar, okay. Ich habe eben gerade die letzte Ruhe erwiesen. Zu den Slums? Ich soll mir auch einen Weg zu den Slums bahnen. Ja, suche einen Weg zu den Slums. Da war gerade ein Weg zu den Slums, aber irgendwie... wahrscheinlich will er speziell einen Ausgang des Slums haben. Also nicht nur anscheinend, sondern... Oh, really? Oh, da ist hier. Oh. Habe ich hier einen Kanister oder irgendwie sowas? Irgendwas zum Explodieren zu bringen? Okay,
Auch wieder ein Ausgang zu den Slums. Ach, keine Ahnung. Hallo? Ich hänge. Hallo? Der. Lul? Hier ist eine unsichtbare Mauer. Ich komme hier nicht mehr weg. Lol. Ich muss echt hinter der Leiter durch. Lol. Einfach nur lol. Toll, der Fett ist auch noch genau da. Komm ich. Ja, er hat gerade gekotzt. Das ist meine Chance. Oh, ist hier ein Licht am Ende des Tunnels. Oh. Okay. Ja, schreit immer. Ich laufe jetzt einfach zurück. Da brauchst du nämlich die Kirche. Kirche St. Christopher. Zufall? Ich glaube kaum. Welcher Idiot hat das Tor offen gelassen? Ich glaube, es war irgend so ein Idiot namens Christopher. So. Können wir dir irgendwas verkaufen? Is it done? Have you found the tools? Keine gute Tat? Hey. Many do not share our faith. A few of these sinners have taken possession of the police station. The girl Jin went to share food with them. Joseph went with her, and I fear for both of them. Can you bring them back? Okay. Lord, watch over them. Joseph is a good man. You must look for them. Please, hurry. Hä, wir waren noch an der Polizeiwache. Ach, und... Wow. Noch nicht mal irgendwas gekriegt dafür, ey. Is it done? Please hurry. Ja, ja, damit auch. So, was haben wir hier? Modifizieren wir mal. Starkstrom, krass. Soll ich die Pistole aufwerten? Also verbessern? Gute Frage, ne? So. We need those tools to strengthen our barriers. So. Oh ne, lass mal lieber. So.